Das hast du bestimmt auch mal gelesen. Ja. Du konntest damit was anfangen, mit dem Spruch, aus der Krankheit eine Waffe machen? Ja, ich habe ja immer eine Waffe gemacht. Das war doch die Aufgabe. Der Student wurde eingeliefert in die Poliklinik, in die Unipoliklinik, und der Rest ging nach Wiesloch, ne, ins Irrenhaus. Und das hat doch Huber unterbrochen. Und das war auch sein Riesenverdienst. Sieht gar nicht so wie Rasputin aus. Dr. Huber sang mit geballter Faust ein Mao-Lied und ein Refrain. Kapitalismus und Irrenhaus, beides löscht Volkskrieg aus. Der Vorsitzende ordnete an, dass den Angeklagten die Fesselung abzunehmen sei. Der Angeklagte Huber hat dann mal eine Radiobatterie nach mir geschmissen. Also das sagen wir mal so, es war keine angenehme Zusammenarbeit. Aber die Schüsse gab es ja wirklich und die Waffen, die gab es ja wirklich. Sie haben uns gesagt, wir können Sie wegen Hochverrat belangen, dann kommen Sie in 20 Jahren nicht mehr raus. Also haben uns richtig Angst gemacht auch. Über meine Person ist Ihnen alles Wissenswerte aus der Presse bekannt? Nein. Nein? Umso besser. Fachlich unqualifiziert, Verhalten unärztlich. Mein Verhalten ist eines Arztes unwürdig. Von dem, was ich weiß, was Radikaleres hat es nie gegeben. Nee.